Da sind sie raus, die US-Arbeitsmarktdaten. Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, wann sie passiert sind. Man sieht es im Chart sofort. Genau an dieser Stelle, 14.30 Uhr, die Zahlen rausgekommen. Der Kurs schoss nach oben. Aktueller Stand ist hier, auch wenn es ein paar Mal noch hin und her ging. Zur Öffnung ging es dann nochmal ordentlich runter. Kurze Zeit später ging es wieder nach oben. Und das hängt ebenfalls mit Daten zusammen. Gucken wir uns mal kurz an. Ich bin ja kein Fundamentalist, deshalb bin ich, was das angeht, immer ein bisschen zurückhaltend. Trotz alledem mal kurz drauf geguckt, viele von euch interessieren sich dafür. Die Non-Farm Payrolls, die sind, äh, naja, etwas stärker ausgefallen als erwartet. 223.000, 200.000 war erwartet worden, immerhin weniger als zuvor, aber immerhin besser als die Erwartungshaltung. Und äh, wir haben auch hier in der Unemployment Rain, äh, äh, Change, beziehungsweise in der Rate, äh, äh, Employment Change, so muss ich sagen, hier äh, einen deutlichen Anstieg und wir das passt zu den ADP-Daten, die wir jetzt hatten äh, und auch durchaus zu den Initial Jobless Claims, die gestern rauskamen. Insofern das scheint alles durchaus passend zu sein. Die Arbeitslosenquote 3,5 niedriger als erwartet und auch als zuvor. Insofern gute Zeichen aus der Richtung. Vielleicht noch ein bisschen auffällig gerade was die Infl in, <laughs> ich krieg's nicht mehr raus, Inflationszahlen angeht. <laughs> haben wir die Hourly Earnings im Monatsvergleich 0,3% gestiegen, 0,4% war allerdings erwartet worden. Also der Anstieg bei den Löhnen im Monatsvergleich weniger stark als erwartet worden und auch auf Jahressicht im Dezember 4,6 statt 5,0 erwarteten und 4,8 zuvor. Das ist nicht ganz uninteressant. Wir haben hohe Preissteigerungen auf der einen Seite und das muss ja irgendwann mal auch sich bei den Löhnen widerspiegeln könnte man meinen, es spiegelt sich aber weniger stark wieder. Naja, ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass die Unternehmen sagen, wir müssen euch nicht mehr groß viel mehr geben, weil es äh, eh sinkende Inflation gibt? Oder ist das ein Zeichen, wartet mal ab, wir haben es gar nicht mehr nötig, euch so viel zu zahlen, denn im Moment sinkt noch die Arbeitslosenquote. Allerdings, äh, wir wissen auch, dass mehr und mehr gerade aus dem Tech-Bereich Unternehmen, äh, Ganz große Entlassungen noch vor, bevorstehend haben. 150.000 im letzten Jahr hatten wir. Wir hatten jetzt neu genannt bekommen. Ach, ich glaube, 18.000 will jetzt Amazon nochmal freisetzen, Salesforce 10%. Also da ist noch eine ganze Menge. Vielleicht lässt das die Unternehmen auch so: oh, Wir steigern das mal nicht so stark. Haben wir gar nicht nötig. Ihr werdet euch noch freuen, wenn ihr hier arbeiten dürft. Gut, das ist Interpretation. Das ist nicht meine Aufgabe als äh, Chart-Techniker. Ich gucke auf den Chart. Ganz kurz, bevor wir das tun, ganz kurzer Blick nochmal auf den äh, ISM Non Manufacturing PMI. Das sind die Purchasing Manager Indizes oder der Index, das ist der Einkaufsmanager-Index hier. Der seht, ihr ist unter 50. Das ist kein gutes Zeichen typischerweise. Also eher schlecht, was die Einkaufsmanager. Im Moment denken. Jetzt könnte man sich die Frage stellen: Was interessiert mich denn, was die Einkaufsmanager machen? Während die Arbeitsmarktdaten normalerweise nachlaufend sind, also die haben immer eine zeitliche Verzögerung hinten raus, sind das, was die Einkaufsmanager im Unternehmen machen. Das sind diejenigen, die planen: hm, Was brauchen wir denn jetzt für April? Was brauchen wir im Sommer? Okay, brauchen wir nicht so viel, geht eh den Bach runter. Also, wenn die nicht so gut drauf sind, das ist eine, hat eine gewisse Zukunftswirkung, denn die müssen ja vorauskaufen, bevor dann das Unternehmen produziert, bevor später dann eben verkauft wird. Also, das ist etwas, was sozusagen so einen Early-Bird-Status hat. Frühindikatoren oder früh, -Früh sagen manche dazu auch. Also, das sind ähm, welche, die durchaus eine gewisse Vorauswirkung haben. Das ist eher nicht so gut. Na gut, da die Interpretation, wie jetzt die Vielzahl dieser Daten jetzt dazu führt, ob das jetzt alles gute Nachrichten sind oder schlechte. Die Factory-Orders hatten wir auch noch mal, Die überlasse ich den anderen und zwar wem? Allen, den Marktteilnehmern. Und deshalb gucken wir auf den Chart, nicht so sehr auf die Zahlen, denn im Zweifelsfall habe ich keine Ahnung. Ist das eine jetzt gut? Ja, aber dann macht die Notenbank das, aber dafür ist das mit der Inflation wieder schlecht. In den ja, okay, dann macht sie das mit den Zinsen, aber das ist wiederum schlecht. Also, das ist mir zu kompliziert. Ja, ich bin da eher einfach gestrickt. Im Zweifelsfall weiß ich nämlich nicht, was passiert. Ich gucke mal, was die anderen machen. Und die anderen haben zumindest als erste Reaktion mal gesagt: ganz schlecht ist es nicht. Vorhin waren wir noch hier. Aktuell stehen wir hier auf diesem Niveau hier jetzt gerade. 3867, das ist der Future-Kontrakt hier auf den SP 500. <laughs> Also ein ordentlicher Anstieg hier, um wie viel sind es? 60 Punkte ungefähr der Kurs hier nach oben gekommen schon in der Spitze zumindest mal aktuell ein bisschen tiefer. Also ein gutes Zeichen. So, was heißt das jetzt für uns? Insgesamt passt mir das super im Kram. Warum? Ich erwarte ja eigentlich, dass wir nach dieser starken Abwärtsbewegung jetzt hier eine Korrektur bekommen. Und mein Wunsch ist ja eigentlich immer, dass wir so in diese Mitte so halbwegs hier so hinkommen. Das heißt, lauf doch noch mal ein bisschen höher. Dann hätten wir auch dieses typische Prinzip steigende Hochs. Das haben wir nämlich im Moment noch nicht. Beziehungsweise den darf ich da gar nicht nehmen, denn das Tief war hier. Aber hier haben wir doch, da haben wir sogar ein bisschen steigende Hochs. Bei irgendeinem Index war es nicht so deutlich. Aber... Insgesamt bei den Indizes, dann haben wir steigende Hochs und dann könnten wir von dort ausgehend dann was machen. Muss jetzt nicht exakt diese Kugel sein oder diese jetzt hier. Das ist nur so mal eine Näherung. Ihr könnt im, im Zweifelsfall, es kann ja sein, dass ihr mit einem etwas anderen Index arbeitet, mit etwas anderen Kontrakten. Wenn ihr da nicht wisst, macht ihr so eine grobe Orientierung. Bitte nicht millimetergenau argumentieren. Aber ihr habt so ungefähr, ja, das wäre starke Bewegung oder schwache Bewegung? Es ist aufwärts, keine Frage, aber es ist eine schwache Bewegung wegen dieser vielen Rücksetzer und eigentliche Erwartungshaltung ist, dass wir ja gerne in diese Kiste reinlaufen. Also, damit wir da reinlaufen, ich hau mal einen Nagel in die Wand, ohne genau zu wissen, ob das jetzt genauso passiert. Da würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn der Kurs noch mal hingeht, denn dann hätten wir mehrere Bedingungen erfüllt, nämlich dass der Kurs schub die Gegenbewegung korrektiv äh, nochmal gemacht hat, diese Trendkanalbildung. Das muss nicht so exakt sein, es ist eine Orientierungshilfe. Ja, also, das ist äh, etwas, womit ich aktuell rechne und die jüngste Bewegung passt super rein. Insofern haben die Leute, die den Arbeitsmarktbericht geschrieben haben, gesagt: Mensch, was bräuchte denn Rüdiger als alter Charttechniker für Informationen, dass der. Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, durchaus geht das Ganze Hand in Hand. Warum? Naja, weil die Marktteilnehmer entsprechend so reagieren, mit abwarten, mit dann erst losschlagen, wenn die Nachrichten raus sind. Also insofern ist das Zusammenspiel zwischen Nachrichten und das, was die Marktteilnehmer daraus tun, sehr, sehr eng miteinander verknüpft. Also ihr seht es, meine Erwartungshaltung ist vorläufig nach oben, aber für die, die jetzt begeistert sind, anschließend allerdings nochmal nach unten. Und zwar als grobe Überlegung, zumindest mal das, was wir hier vorne haben, da hinten nochmal. Und wenn wir uns bis auf diese, also je nachdem, wo das hoch jetzt hier tatsächlich ist, das werden wir dann erst später ja bestätigen können. Aber im Moment würde ich mal sagen, so diese Ecke jetzt hier, die käme mir ganz gut zu Pass. Wenn der Kurs dort wirklich dreht, Einstieg vielleicht hier unten, wenn er das dann bricht. Oder hier oben, wenn wir auf kleinerer Ebene Einstiege finden. Das werden wir sicherlich dann noch weiter beobachten. <laughs> Gleich gebe ich euch dazu, wenn sich das schön ausgeht, dann auch eine, einen Trading-Vorschlag mit unseren konkreten Ein- und Ausstiegen. Ähm, dann könnt ihr das ein bisschen nachvollziehen, äh, wie wir das dann machen. Wenn wir dann aber bis dahin zielen, dann sind wir so dicht an diesem Tief. Das ist das Tief im Oktober. Und wenn ich rauszoomen würde, dann gehen wir wieder auf das Vierfachbild. Das Tief des ganzen letzten Jahres. Wenn wir dann in der Nähe sind, ja, dann toppen wir oder unterstoßen wir. Das auch noch, dann. das heißt, die 3500er Marke, da könnte ich mir vorstellen, da gehen wir dann auch noch durch. Das müssen wir nicht heute Nachmittag beschreiben, das ist noch zu früh, aber das ist das Bild, was sich im Moment hier eigentlich ergibt, wo ich sage, das wäre super passend. Es gibt viele Einzelaktien, die im Moment ein ähnliches Bild spielen, insofern geht das Hand in Hand und äh, würde das äh, sehr, sehr schön passen. Das muss nicht exakt so kommen, aber das sollten wir uns mal vormerken. Beim Nasdaq hatten wir auch eine starke Abwärtsbewegung, allerdings finde ich diese Korrektur ein bisschen verwirrend. Ich würde mich jetzt allerdings auch nicht grämen, wenn der Kurs jetzt hier hoch geht nochmal. Dann hätten wir ABC hoch, ABC runter, nochmal steil nach oben. Und manch einer wird sagen: Das sind doch deine Flats. Völlig richtig. So sieht gerne eine Flat-Bewegung aus, wobei diese mittlere Bewegung sogar nochmal gleiche Höhe oder sogar tiefer darunter geht. Also auch hier eine gewisse Chance für die Aufwärtsseite noch gegeben mir wäre sie zumindest mal sehr lieb, denn nach diesem starken Rücksetzer nehmen wir nur diesen hier, der ist nicht bis zu 38. Nehmen wir diesen hier, er ist nicht bis zu 38 hoch. Nehmen wir diesen hier, er ist nicht bis zu 38 hoch. Das heißt, er hat die gesamte Abwärtsbewegung noch nicht einmal geschafft, annäherungsweise so weit zu gehen, wie, wie das idealerweise eigentlich geht, aus meiner Sicht besteht also noch die realistische Chance, dass es noch bevorstehend ist. Also insofern würde das passen. Vielleicht hätten wir hier sogar noch eine Sondersituation durch diese Zwischen-Tiefs, äh, die wir jetzt hier haben. Ich will das nicht überglorifizieren, aber das wird da mal hier guck mal dann Tief, da nochmal mal Hoch, dass wir irgendwo, naja, es würde doch auch passen. Die Unterseite hier dieser, dieses Bereichs noch mal angehen. 11.400 plus minus nuni ja, zur Not 100 Punkte höher oder 100 Punkte tiefer. Das wäre jetzt so im Moment mal so die Größenordnung, die ich da äh, im Hinterkopf habe für diese Bewegung. Ob das wirklich so kommt, werden wir dann sehen. Heute Nachmittag wahrscheinlich nicht unbedingt mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich dann nochmal passiert. Der Dow Jones, äh, den müssen wir, glaube ich, nicht nochmal ähm, exakt durchkauen. Das ist nämlich ziemlich exakt das gleiche, was wir vorher hatten. Jetzt vielleicht mal selber den Trendkanal dahin. Dann kommt ihr hier ebenfalls hier auf so ein mittleres Bild. Also das Prinzip bleibt das gleiche. Aktuell der Markt eher bullisch unterwegs. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier irgendwo bullisch reinzukommen, machen wir hier, machen wir den Dow Intraday jetzt mal. Die letzte starke Bewegung ist im Moment diese hier, wenn er gleich wackelig runterkommt ist das eine Idee für die Long-Seite. Vorsichtig, diese kleinen Bilder hier auf diesen kurzen Zeitachsen, die würde ich definitiv nicht übers Wochenende behalten wollen. Wenn er dann nämlich mit einem Gap aufmacht, wird es dann am Ende unangenehm oder teuer. Das will man ja dann auch nicht. Aber wenn er es tatsächlich gleich mal schafft, sowas hier zu bauen oder alternativ sowas hier zu machen und dann, aber das ist ganz wichtig, dieses letzte Zwischenhoch hier, dieses hier, bei drei Wellen ist es relativ easy, gibt es nur ein Zwischenhoch. Aber wenn er das dann eben triggert, das wäre ein möglicher Einstieg für Fortsetzung nach oben, wie weit auch immer, aber durchaus mit den Chancen, die wir hier ja schon mehrfach jetzt angesprochen haben und die sich ja nach wie vor trotz oder vielleicht sogar genau wegen dieser Situation ja so... Ergibt, also der Nachrichtensituation so ergibt. Das wird auch mit dem DAX äh, gut passen. Der hat sich gesagt: nur wenn die Amis hochgehen, dann machen wir da mal mit. Wir haben ja eh immer gute Laune in der letzten Zeit. Das war korrektiv, das haben wir gestern schon angesprochen, dass wir hier eine korrektive Pause haben. Deshalb sind wir auch nicht überrascht, dass generell die Aufwärtsrichtung weitergeht. Das haben wir ja gestern schon besprochen. Da werdet ihr jetzt sagen, langweilig kenne ich schon. Ähm, tatsächlich ganz klar ein korrektiver Ansatz. Also nochmal Fortsetzung. Hier war der angedachte Zielbereich, dass wir das hoch aus Mitte Dezember nochmal angreifen. Das liegt beim Index, in dem Fall bei 14.680, ungefähr 70, irgendwie sowas in der Richtung, guckt genau nach. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch nochmal übertoppen. Nichtsdestotrotz, früher oder später wird auch hier eine Korrektur im größeren Stil dann nochmal fällig werden, die dann möglicherweise da im Anschluss noch mal passiert. Was mir ein bisschen hier auffällt, das vielleicht für den Hinterkopf, wir hatten hier schon mal so eine, einen ersten Anstieg, eine Korrektur. Wir haben aber noch kein Pendant zu dieser Korrektur. Deshalb meine Vermutung, dass wir jetzt irgendwann ein, eine ähnliche Korrektur hier noch mal bekommen, bevor dann dieser letzte Anstieg da noch mal passiert. Aber das ist eine Mutmaßung, das werden wir dann sehen. Aber das würde ich jetzt so am liebsten sehen. Das wäre nämlich am schönsten. Dann hätten wir wieder unser klassisches starkes Anstiegsbild und dann könnten wir beruhigt anschließend in die Korrekturphase reingehen. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt. Sowohl das große Bild im Blick habt, als auch das kleine einschätzen könnt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass egal wie ihr euch entscheidet, ob ihr auf den ganz kleinen Ebenen handeln wollt, auf den größeren oder sogar auf beiden, ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtigen Entscheidungen fällt, das Beste rausholt und äh, auf dem Weg viel Spaß habt. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.